So, also jetzt der Firmensektor. Das ist ja ein bisschen komplizierter als der Haushaltssektor. Dafür bekommen wir am Ende auch vier Modellgleichungen, nicht nur drei. Was wir uns angucken ist, wir schauen uns die Produktionsfunktion an, wir gucken uns die Nachfrage nach Kapital an, wir schauen uns die Nachfrage nach Arbeit an. Und dann, sage ich mal, das Fiese zum Abschluss, wir leiten uns eine Gleichung für das Preisniveau in der Volkswirtschaft, die wir betrachten, her. Wir starten, und das ist jetzt auch wieder typisch neoklassische Mikro, quasi relativ äquivalent zum Haushaltssektor. Ne? Wir haben ein Kontinuum an Firmen, auch indiziert mit J, die sich in perfektem Wettbewerb befinden und die produzieren ein homogenes Gut und die produzieren die gemäß der Produktionsfunktion, die wir vorher auch kennen. Ne? Wir haben hier zwei Inputs, wir haben Kapital, wir haben Arbeit und wir haben diesen Technologieparameter. Und ansonsten, das hier rechts, das sieht einfach schon quasi genauso aus wie das, was wir aus der Wachstumstheorie kennen. Das heißt, diese Produktionsfunktion ist eigentlich so ein bisschen unsere geschenkte vierte Modellgleichung. Die Annahmen an die Produktionsfunktion sind ganz, ganz ähnlich zu denen im Haushaltssektor. Wir haben hier die Annahme, dass die Produktionsfaktoren positiven Beitrag zum Output leisten. Das heißt, das Ganze ist strikt steigend. Die zweite Ableitung ist jeweils negativ. Das bedeutet quasi abnehmende Grenzproduktivität von beiden Produktionsfaktoren. Und dann haben wir noch, das in der neoklassischen Wachstumstheorie, aber auch eben DSG und RBC-Modelle, einfach auch so ein Begriff, den man mal gehört haben muss, Inada-Konditionen, Inada-Conditions. Die sagen einfach, wenn hier der Produktionsfaktor k gegen 0 geht, dann konvergiert sein Beitrag gegen unendlich. Wenn er gegen unendlich geht, konvergiert der Beitrag gegen 0. Bedeutet einfach, wenn man ganz, ganz wenig Kapital hat, dann ist der erste oder ist der zusätzliche Beitrag von bisschen Kapital mehr extrem hoch. Wenn man schon super, super, super viel Kapital hat, dann ist der zusätzliche Beitrag von bisschen Kapital mehr super, super niedrig. Also eigentlich quasi fast 0. Also genau, das sind diese berühmten Inada-Conditions. Ne? Eigentlich auch so von der Logik her ergibt sich das auch so aus der Gesamtbetrachtung, aber hier eben formal aufgeschrieben. Und dann haben wir auch noch das uns bekannte Annahme der der konstanten Skalenerträge. Das hatten wir schon mal diskutiert. Potenziell problematisch, aber eigentlich überall drin. Das ist sozusagen sag ich mal, die reinen Formbetrachtung der Produktion in dem RBC-Modell. Was jetzt noch als so ein bisschen fancy ist, sind diese Produktivitätsschocks. Ja? Also wir haben ja hier sozusagen die Produktivität drin, die vor allem durch die verwendete Technologie bestimmt wird in unserem Modell. Allerdings werden diese Funktionen regelmäßig exogen geschockt. Ja? Also das heißt, es gibt Variationen an diesem Produktivitätsparameter. Und die folgen folgender Gleichung. Und da ist es eigentlich gar nicht so, also es sieht jetzt auf den ersten Blick kompliziert aus, ist es aber eigentlich nicht. Hier schauen wir uns das mal an, dieser Logarithmus von ASS. Was ist ASS? ASS ist einfach nur der Gleichgewichtswert von A im gesamtwirtschaftlichen Gleichgewicht. Und dann sehen wir hier, wir haben 1 minus Rho A. So. Also das ist quasi ein Maß davon, wie persistent eigentlich dieser Gleichgewichtswert ist. Ja? Also wenn dieser Ausdruck hier sehr, sehr hoch ist, also Rho sehr, sehr klein, dann quasi ist das neue A sehr, sehr ähnlich zu dem Gleichgewichtswert. Und dieses Rho A ist der Autokorrelationskoeffizient. Ich habe jetzt übrigens Quatsch erzählt, das hier ist ja, genau, nee, doch, stimmt schon, das ist der Autokorrelationskoeffizient. Und der gibt hier eben an, wie stark quasi der aktuelle Wert von A von dem Wert aus der Periode davor abhängt. Ja? Und das Zentrale eigentlich hier an diesen Produktivitätsschocks sind jetzt eigentlich die Schocks als solche. Das sind die nämlich, die an dem Ausdruck hier hinten dran gehängt werden. Das ist dieser sogenannte White Noise. Das heißt, es sind quasi Veränderungen an diesem Zusammenhang zwischen dem Verhältnis in t-1 und t. Und die sind sozusagen komplett exogen. Ja, die haben einen Erwartungswert von 0.
Sie haben hier eine Varianz, die ein Modellparameter sind, aber die sind komplett exogen, also die der Herkunft dieser Schocks wird nicht beleuchtet. Sie treffen die Ökonomie jede Runde, sind dabei also extrem wichtig, um die Dynamik in dem Modell voranzubringen. Am besten versteht man das auch einfach, wenn man sich mal anguckt, wie schaut die Modelldynamik aus, wenn es diese Schocks gibt, versus wenn es diese Schocks nicht gibt. Das gucken wir aber dann ganz am Ende, wenn wir das Modell mal durchsimulieren. Wir wollen jetzt, mehr gibt es ansonsten auch zu diesen Schocks nicht zu sagen, weil sie, wie gesagt, in ihrer Herkunft weder beleuchtet noch groß modelliert werden. So, als nächstes also jetzt hier die Nachfrage nach Kapital und Arbeit. Was machen wir dazu? Wir haben ja schon gesehen, so die Aufgabe von den Firmen ist es letztendlich, Produktionsfaktoren, Kapital und Arbeit in den Output zu bringen. Und dabei ist es eben für sie das Leitmotiv, dass sie ihren Profit maximieren. Wie machen wir das? Also wir maximieren quasi hier die Profitfunktion. Woraus ergibt sich die Profitfunktion? Wir haben hier auf der einen Seite mal die Kosten. Ja, die Kosten sind zum einen das, was die Firma an Löhnen ausgibt, also Lohnniveau mal Anzahl der Arbeitskraft. Und wir haben das, was sie an Rente für das Kapital bezahlen muss. Wir haben hier die Menge an eingesetztem Kapital und hier die Kosten für das Kapital. Und auf der positiven Seite ist quasi das, was sie verkauft. Ja, da haben wir hier zum einen unsere Produktionsfunktion. Also das ist, was hergestellt wird. Und wir haben hier, das multiplizieren wir, die hergestellte Menge mit dem Preis, im Preisniveau. Und das insgesamt gibt uns dann eben die Gesamtprofite der Firma. Also wir haben hier auf der einen Seite den Umsatz. Und wir haben hier die Kosten. Und was machen wir, wenn wir das Ganze maximieren wollen? Ja, wir leiten es ab und setzen es gleich 0. Und das Schöne ist, da bekommen wir jetzt wieder zwei ganz typisch neoklassische Ergebnisse. Zum einen können wir folgenden Ausdruck herleiten. Das ist der Ausdruck für die marginalen Kosten bzw. das marginale Produkt. Ja, wir sehen also quasi jetzt hier das marginale Produkt von Kapital und wir haben hier, sehen hier die marginalen Kosten von Kapital und genauso ist es eben hier, wir haben hier die marginalen Kosten für Arbeit und hier eben das marginale Produkt von Arbeit. Ja, und die Gleichung, die können wir ein bisschen umstellen, um quasi die Nachfrage nach Arbeit und Kapital zu bekommen. Das heißt, wir müssen die sozusagen einfach umstellen, um hier diese Werte auf die linke Seite zu bekommen. Wenn wir das machen, bekommen wir für die Nachfrage nach Kapital diesen Ausdruck hier und für die Nachfrage nach Arbeit jenen Ausdruck. Und das sind eben auch gleichzeitig unsere fünfte und sechste Modellgleichung, sodass jetzt nur noch das Preisniveau in der Ökonomie fehlt. Ja, dieses Preisniveau zu bekommen ist so ein bisschen ein Struggle, ja. Also wir müssen jetzt sozusagen dieses PT, dafür brauchen wir noch eine Gleichung. Als Erinnerung vielleicht zur Logik nochmal, dieses PT, das korrespondiert hier zum Preis des homogenen Gutes und weil es eben nur ein Gut gibt, ist es sozusagen auch gleichzeitig das Gesamtpreisniveau in der Ökonomie. Jetzt müssen wir so ein bisschen einen Denkknick machen. Ich habe ja gesagt, in diesen RBC-Modellen herrscht überall perfekter Wettbewerb. Da, wo perfekter Wettbewerb herrscht, gilt, dass der Preis gleich den marginalen Kosten von einem Gut ist. Und das heißt, unsere Strategie jetzt hier, dieses Gesamtpreisniveau zu bekommen, ist auch quasi die marginalen Kosten der Firmen auszurechnen und dann einfach das Preisniveau gleich den marginalen Kosten zu setzen. Um jetzt auf die marginalen Kosten zu kommen, müssen wir auch wieder uns so ein bisschen an so Kernelemente neoklassischer Mikro erinnern. Nämlich im kompetitiven Gleichgewicht gilt, dass die marginalen Rate der technischen Substitution gleich der ökonomischen Rate der Substitution ist. Also Marginal Rate of Technical Substitution gleich Economic Rate of Substitution. Die ergeben sich jeweils aus den First Order Conditions, aus dem Optimierungsproblem der Firma. Jetzt geht es bestimmt einigen von euch so, das jetzt verfluchen, MRTS, ERS, wo war nochmal die blöde Formel? Die habe ich bisher noch gar nicht aufgeschrieben. Die hatten wir aber gesehen in einem Termin, glaube ich, zur neoklassischen Wachstumstheorie. Das ist schon mal vorgekommen.
In jedem Fall ist die Marginalrate der technischen Substitution ist ja, oder die beantwortet ja die Frage, wie viel müssen wir von einem Produktionsfaktor erhöhen, um eine Einheit des anderen Produktionsfaktors auszugleichen und den gleichen Output zu bekommen. Dementsprechend ist es quasi das Verhältnis der beiden marginalen Produkte zueinander. Und die Economic Rate of Substitution ist hier eben das marginale Produkt der Faktorkosten zueinander. Also wie viel müssen wir quasi mehr bezahlen, um das eine Änderung in dem anderen auszugleichen. Also sprich hier das Verhältnis von Lohn und Kosten für Kapital. Und diese beiden Austauschraten müssen im Gleichgewicht gleich sein. Jetzt geht es so ein bisschen darum, jetzt muss man ein bisschen einfach Formeln ineinander einsetzen. Das muss man einfach relativ häufig machen. Wir wissen, aus der Faktor Nachfrage nach Kapital und Arbeit von vorher, da haben wir ja quasi die einzelnen Ableitungen der Profitfunktion gesehen. Und aus den Ableitungen haben wir ja gesehen, da ergibt sich ja schon das marginale Produkt für Arbeit und das marginale Produkt für Kapital. Ne? Also die haben wir, also hier diese beiden Dinger hier, das sind genau die Ableitungen, die wir auf der Slide davor gesehen haben. Und dementsprechend setzen wir die beiden jetzt hier einfach ins Verhältnis, weil wir ja hier sehen, das sind eben die Definition von der MRTS. Dann können wir jetzt hier das einfach nochmal vereinfachen, ne? Also dadurch, dass wir hier in jedes Mal im Bruch oben den Gesamtprodukt stehen haben, können wir das rauskürzen und wir bekommen dann eben am Ende hier diesen Ausdruck für die MRTS, also marginale Rate der technischen Substitution aus. Und was wir dann jetzt einfach als nächstes machen, wir setzen das dann sozusagen gleich der ERS. Das ist jetzt der nächste Schritt, den wir vollziehen. Das heißt, hier haben wir jetzt einfach unsere Economic Rate of Substitution und hier haben wir die MRTS von gerade eben. Was wir jetzt machen, wir wollen das Ganze umformen, um quasi diesen die Arbeitskraft auf eine Seite rüber zu ziehen. Dazu müssen wir das Ganze einfach umformen ein bisschen. Ja, das geht darum, dass wir erstmal auf der linken Seite oder beide Brüche umdrehen und das Ganze dann entsprechend multiplizieren. Wir haben dann, also die konkrete Ableitung habe ich euch nochmal aufgeschrieben. Wir haben dann das L auf der einen Seite und quasi diesen Ausdruck hier, den packen wir jetzt in unsere Produktionsfunktion hier rein und wenn wir das machen, dann sieht es folgendermaßen aus, also wenn wir uns diesen Teil hier betrachten, das ist letztendlich genau das hier, was wir hier eben für das L aus der Produktionsfunktion quasi eingesetzt haben und wir ziehen jetzt quasi dieses K, ziehen wir jetzt hier rüber, es geht auch hier relativ einfach. Wir drehen sozusagen die gesamten Brüche komplett um, multiplizieren dann das K auf die linke Seite und teilen durch Y, multiplizieren durch Y. Dann bekommen wir den Ausdruck hier. Und diesen Ausdruck wiederum, den können wir jetzt wieder in unseren Ausdruck für L oben einsetzen. Ja? Und wenn wir das machen, dann bekommen wir einen relativ ekelhaften Ausdruck, den wir dann noch weiter vereinfachen können. Das sieht dann jetzt auf den ersten Blick erstmal so aus. Und was wir dann machen, ist, dass wir diesen mittleren Term hier, den da, den drehen wir einfach um. Ja, das sehen wir hier im Folgenden. Da haben wir hier einfach das minus 1 hochgestellt. Und was uns jetzt auffällt, wo wir das quasi vereinfachen können, ist, dass hier in dieser Klammer genau das gleiche steht wie in dieser Klammer. Und dann können wir eine Regel aus den Potenzsätzen anwenden, nämlich wenn a hoch n mal a hoch m ist gleich a hoch n mal m. Ja? Das heißt, wir müssen jetzt quasi n plus n, das heißt, wir haben hier oben
können wir dann minus 1 plus 1 minus Alpha. Das heißt, was sich da daraus ergibt, ist einfach dann nur noch minus Alpha, weswegen wir folgenden Ausdruck bekommen. Also hier oben ist jetzt dann nur noch das minus Alpha und wir sehen aber hier dieser Teil in der Mitte, der ist komplett gleich geblieben. Das hier oben ist auch, da hat sich nichts verändert. In dem Sinne konnten wir es so leicht vereinfachen. Und das heißt, wir haben jetzt eigentlich neue Ausdrücke sowohl für K als auch für L. So, was machen wir jetzt als nächstes? Insgesamt, wir müssen immer, man darf nie so ganz vergessen, warum man dieses ganze Zeugs eigentlich macht. Ursprünglich sind wir mal daran interessiert am Preisniveau der Ökonomie. Wir haben gesagt, im kompetitiven Gleichgewicht ist das Preisniveau gleich den marginalen Kosten. Das heißt, eigentlich machen wir den ganzen Schmus hier, um einen besseren Ausdruck für unsere marginalen Kosten zu kriegen. Um jetzt quasi wieder zurück zu den marginalen Kosten zu kommen, schauen wir uns die kompletten Kosten an, die Total Costs von der Firma. Die Total Costs, die hatten wir ja schon in der Profitfunktion gesehen. Das ist alles das, was die Firma für Arbeit und für Kapital ausgibt. Sprich, wir haben hier die Löhne mal die eingestellte Menge an Arbeiterinnen, Kapitalrente mal an verwendete Menge an Kapital. Was wir jetzt machen ist, wir setzen für L setzen wir den Ausdruck aus, den wir jetzt hergeleitet haben, und für K setzen wir auch den Ausdruck ein, den wir gerade hergeleitet haben. Und dann bekommen wir diesen Ausdruck hier, der erstmal eklig aussieht, der ist aber wie gesagt einfach relativ einfach dadurch gekommen, dass wir einfach hier für K das eingesetzt haben, was wir vor zwei Slides hergeleitet haben, und hier für L das, was wir vor einer Slide hergeleitet haben. Und da können wir jetzt auch wieder so ein bisschen Zahlencrunching machen, was ich jetzt nicht im Detail machen werde, aber quasi, wenn ihr euch das angucken wollt, schaut in die Notizen, was dabei rauskommt, ist folgender Ausdruck. Das ist jetzt sozusagen ein vereinfachter Ausdruck für die totalen Kosten, Total Costs, der all die Informationen über das Optimierungsverhalten von der Firma beinhaltet. Und diesen Ausdruck, den können wir jetzt bekommen, um unsere marginalen Kosten zu bekommen, den müssen wir jetzt nur noch nach Y ableiten. Das ist ja quasi das, was wir machen, um die marginalen Kosten zu bekommen. Die Ableitung schaut eben dann folgendermaßen aus. Auch da wenden wir einfach ganz normal die Ableitungsregeln an und bekommen dann eben folgenden Ausdruck für die marginalen Kosten. Wenn wir uns jetzt diesen Ausdruck genau anschauen, dann sehen wir, dass die marginalen Kosten ausschließlich von der allgemeinen Produktivität A hier anschauen, abhängen, und hier von den Produktionsfaktoren W und R. Und natürlich jetzt hier irgendwie von diesem Parameter Alpha, aber der ist ja insgesamt gegeben. Ja. Und weil das so ist, folgt auch, dass quasi diese Produktionskosten für alle Firmen gleich sind. Das sind eh identische Firmen. Hier ist nichts Firmenspezifisches ansonsten drin. Das heißt, es ist relativ klar, dass die marginalen Kosten natürlich auch für alle Firmen gleich sind. Und jetzt sind wir quasi am Ziel angekommen, weil ja im vollkommenen Wettbewerb gilt, P ist gleich MC, also die Preise für ein Gut entspricht seinen marginalen Kosten. Haben wir jetzt endlich unsere letzte Modellgleichung. Wir nehmen nämlich einfach quasi das, was hier Wir nehmen einfach sozusagen, boah, was bleiben noch für Farben? Wir nehmen einfach quasi unseren Ausdruck hier oben, ja, stecken, wenn wir den abgeleitet haben, wir nehmen sozusagen diesen Ausdruck, die Ableitung, packen die hier unten rein und setzen hier eben noch P ist gleich MCT tauschen das ein, ja. Und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt haben wir eigentlich alle sieben Gleichungen hergeleitet. War ein bisschen ein Schaff, aber in dem Sinne auch kein absolutes Hexenwerk. Und dann sind wir jetzt eigentlich schon quasi fertig mit unserem RBC-Modell. Und um das Ganze jetzt nochmal in Beziehung zu setzen, hier jetzt vielleicht nochmal die gleiche oder die Abbildung von vorher, mal zusammenfassen, was wir eigentlich gemacht haben. Wir hatten uns hier den Haushaltssektor angeguckt. Der Haushaltssektor bietet die Arbeit an, der Firmensektor fragt diese Arbeit nach. Der Haushaltssektor, da haben wir dieses Angebot an Arbeit abgeleitet von einem intertemporalen Trade-off zwischen Konsum und Freizeit.
Bei den Firmen haben wir das aus der Profitfunktion abgeleitet, wenn wir die Profitfunktion maximieren. Die Haushalte stellen zudem auf dem Kapitalmarkt das Kapital dar. Diese Gleichung haben wir da mehr oder weniger einfach so unmittelbar genommen. Bei den Firmen hat sich auch hier die Faktornachfrage ergeben durch das Profitmaximierungsproblem. Und insgesamt ergibt sich eben, haben wir eben insgesamt aus der Beschreibung der beiden Sektoren hier sieben Gleichungen hergeleitet. So, und die letzte Gleichung, die kommt jetzt easy, die kommt hier aus der Gleichgewichtsbedingung, nämlich dass insgesamt die Gesamtökonomie im Gleichgewicht sein muss. Ja, das heißt, insgesamt können wir dann jetzt nochmal zusammenfassen, wie wir das bei den Wachstumsmodellen auch gemacht haben. Wir können jetzt hier alle unsere Modellgleichungen zusammenfassen. Insgesamt brauchen wir derer 8, weil wir eben 8 endogene Variablen in unserem RBC-Modell haben. Was waren die Gleichungen? Wir hatten die Gleichungen für die Investitionen in den Kapitalstock. Wir haben das Arbeitsangebot der Haushalte, was sich wiederum aus der Maximierung bezüglich Arbeit und Freizeit ergibt. Wir haben die Euler-Gleichung, die das Verhältnis von zukünftigem Konsum zu heutigem Konsum in Beziehung setzt, zu so strukturellen Parametern wie der Beta-Parameter, der quasi die Discounting angibt, und eben die Erwartungen bezüglich der Kosten für die Profitrate in der Zukunft und das Preisniveau in der Zukunft. Das hatten wir mit großem R. Wir hatten als vierte Funktion die Produktionsfunktion. Cobb-Douglas kennen wir ja schon aus der Wachstumstheorie. Wir hatten dann die Arbeitsnachfrage der Firmen und die Kapitalnachfrage der Firmen, die sich beide unmittelbar aus dem Profitmaximierungsproblem der Firma ergeben haben. Wir haben über den Umweg der marginalen Kosten eine Formel für das Preislevel der Gesamtökonomie abgeleitet, weil wir ja wissen, es ist alles perfekter Wettbewerb. Demzufolge muss Preislevel gleich marginalen Kosten für die Produktion des homogenen Gutes sein. Und wir haben jetzt als allerletztes noch das gesamtwirtschaftliche Gleichgewicht, was wir annehmen, anders als jetzt zum Beispiel in der evolutorischen Wachstumstheorie, nehmen wir an, dass das Koordinationsproblem hier gelöst ist und Angebot gleich Nachfrage ist. Und dann ja, haben wir für jede endogene Variable eine Modellgleichung, das heißt, das Ganze funktioniert. Wir haben vielleicht auch nochmal, um das zusammenzufassen, einige Parameter oder exogene Variablen benutzt in der Formulierung der Modellgleichung. Die Risikoaversion der Haushalte, Grenzleit der Arbeit, Substitutionselastizität von Kapital, den Discountfaktor, die Kapitalabnutzung, diesen schrägen Produktivitätsschockparameter das autoregressive Modell, mit dem wir das beschreiben, und die Standardabweichung der Produktivitätsschocks. Das sind die exogenen Variablen, und wir haben halt eben auch noch diese ominösen Produktivitätsschocks überhaupt kennengelernt. Das war, wo wir eigentlich gar nicht viel zu sagen konnten, ne? Also wo wir sagen, ja, die kommen halt irgendwie quasi aus dem Nichts, werden quasi immer auf die Volkswirtschaft gefeuert und werden eben maßgeblich bestimmt hier durch diesen Parameter Rho, der eben die Persistenz des Ganzen darstellt und eben die Varianz der Produktivitätsschocks hier unten, ne? Und da war es das. Jetzt haben wir unser RBC-Modell aufgebaut. Jetzt können wir das analysieren. Wir könnten jetzt quasi noch tatsächlich das Gleichgewicht ausrechnen, indem wir quasi hier ausgehend von der Gleichung sozusagen für jede einzelne endogene Variable die Steady-State-Variable ausrechnen. Das würde man äquivalent machen, wie wir das zum Beispiel auch beim Solow-Modell oder auch beim keynesianischen Wachstumsmodell gemacht haben. Das gucken wir uns jetzt hier im Detail aber auch nicht an. Es ist in dem Sinne sowieso nicht mehr ganz so zentral. Früher war das extrem wichtig. Mittlerweile werden diese Modelle eh alle auch komplett simuliert mit einer Software, wo ich euch auch den Link bereitgestellt habe. In diese Software muss man dann jetzt quasi diese ganzen Gleichungen, Variablen hier eintragen. Und dann kann man quasi sozusagen diese Modellökonomie simulieren. Und hier einfach so einen kurzen Ausblick daraus, wie so ein typisches Ergebnis in so einem RBC-Modell aussieht, was man sich da überhaupt anguckt. Ja. Wie gesagt, Steady-State-Ausdrücke machen wir jetzt hier nicht. Wer möchte, kann sich das zum Beispiel auch in dem Buch angucken. Was gemacht wird, ist, das Modell wird dann in den Gleichgewichtswerten initialisiert und dann wird es simuliert. Was bedeutet, es wird simuliert? Ja, es startet ja im Gleichgewicht. Das Gleichgewicht ist stabil. Damit überhaupt was passiert, brauchen wir die Produktivitätsschocks. Es wird dann sozusagen aus dem Gleichgewicht rausgeschockt. Und über diese Produktivitätsschocks kommt es dann zur Dynamik.
Das hier ist jetzt ein Beispiel für die Dynamik, die wir hier sehen. Interessant hierbei ist, wir sehen hier, wenn man so möchte, quasi eine Dynamik, die sehr stark an bestimmte Zyklen erinnert, um quasi ein Gleichgewicht in der Mitte drumherum. Das ist nicht ohne Zufall. Wir sind ja jetzt Real Business Cycles. Ne? Wir haben jetzt hier keinen langfristigen Wachstumstrend. Also wir sehen hier keinen Trend wie sowas. Das wäre ein langfristiger Wachstumstrend. Das wäre jetzt was wir mit einem Wachstumsmodell analysieren wollen. Aber das machen wir hier gar nicht. Wir sind hier in den Business Cycles. Da interessieren uns hier diese Schwankungen. Und was uns halt eben auch ganz besonders interessiert, sind diese Impulse-Response-Functions. Die Reaktion der Volkswirtschaftslehre auf einen Schock. Und die werden eben, wie gesagt, durch diese Impuls-Response-Funktion dargestellt. Erinnert euch ganz am Anfang, als ich motiviert habe, DSG als Data-Driven, wo wir auf der einen Seite gesehen haben, diese Impuls-Responses von den vektorautoregressiven Modellen auf Echtdaten und auf der anderen Seite dann eben die Impuls-Response-Funktion aus dem DSGE-Modell. Impuls-Response-Funktion können wir auch jetzt hier schon aus dem RBC-Modell quasi berechnen, die sehen dann hier so aus. Ja, also zum Beispiel, wir haben hier den Produktivitätsschock. Der führt erstmal dazu, dass ein positiver Effekt auf die Gesamtproduktion ist. Die Gesamtproduktion geht dann aber über die Zeit zurück zum Gleichgewicht. Beim Konsum auch. Wir haben ja erstmal einen positiven Effekt und dann passt sich das über die Zeit an, bei den Investitionen ähnlich, bei Arbeit und so weiter. Also wir sehen, es geht hier auf jeden Fall immer zum Gesamtgleichgewicht zurück, aber so diese Impulse-Responses, das ist immer was ganz Wichtiges, was bei der Analyse von solchen Modellen angegeben wird. Ne? Also das heißt, wir haben hier auf der einen Seite die simulierte Zeitreihe und auf der anderen Seite die Impulse-Responses. Jetzt natürlich nochmal die Frage, das habe ich ja schon aufgeworfen, als ich so ein bisschen flapsig über die Schocks geredet habe, wo ich angekündigt habe, wir gucken uns jetzt einfach mal an, wie dieses Modell eigentlich aussieht, wenn wir keine Schocks haben. Ist relativ easy, ohne Schocks passiert in diesen Modellen relativ wenig. Ja. Also wir sehen hier einfach, das hier ist quasi unser Gleichgewicht und wenn in das Modell keine exogenen Schocks reingepackt werden, deren Ursprung uns ja unbekannt ist, gibt es keine Dynamik. Da gibt es keine endogene Dynamik. Ne? Also in diesen RBC-Modellen, die Dynamik kommt durch die exogenen Schocks und das ist natürlich ein Hauptkritikpunkt. Hey, wir haben keine Ahnung, wo diese exogenen Schocks herkommen, aber irgendwie sieht das ganze Modell nicht so spannend aus, wenn die exogenen Schocks fehlen. Das heißt, wir brauchen eigentlich irgendwas, von dem wir keine Ahnung haben, wo es herkommt, damit wir hier irgendwie so eine Dynamik wie hier betrachten können. So ein bisschen wie bei dem Solo-Modell, nur beim Solo-Modell war es halt irgendwie beabsichtigt und ich finde, es ist trotzdem noch irgendwie ein gutes Argument gewesen in dem Sinn, dass man gesagt hat, okay, hey, wir haben jetzt hier gesehen, technologischer Fortschritt ist super wichtig und da hat man dann konstruktiv dran arbeiten können. Als nächstes endogene Wachstumstheorie oder evolutorische Wachstumstheorie, wo kommen eigentlich die Dynamiken vom technologischen Schock her? Hier wird es ein bisschen tricky, weil ja diese Produktivitätsschocks wirklich extrem abstrakt und allgemein gehalten sind und es ein bisschen fraglich ist, dass man wirklich erklären kann, wo diese Schocks herkommen. Aber hey, whatever, wir haben es geschafft, unser einfaches erstes ABC-Modell, haben wir jetzt hier gesehen. Wenn ihr das mal selber modellieren wollt, selber ein bisschen rumexperimentieren wollt, wie die Ergebnisse sich ändern, dann schaut euch doch mal den Dynary-Code an. Dynary ist eben so die Software, die basiert auf Octave oder MATLAB, die verwendet wird, um diese Gleichgewichtsmodelle zu simulieren. Ich habe den Link ins Moodle gestellt und auch das Skript für dieses einfache Modell hier. Da könnt ihr selber so ein bisschen damit rumexperimentieren. Ist wirklich relativ selbsterklärend, wenn man einfach die Modellgleichungen da reinschreibt. Vielleicht jetzt trotzdem noch ein paar abschließende Kommentare. Ja, dieser ABC-Kern, den wir hier kennengelernt haben, der ist total wichtig. Der ist nämlich sozusagen der Kern von den DSGE-Modellen. Klar ist es, moderne DSG-Modelle sind viel komplexer als jetzt dieses RBC-Modell, was wir hier kennengelernt haben. Wir hatten hier vollkommen Wettbewerb, wir hatten nur Firmen, wir hatten nur Haushalte. Es gibt ganz viele Modifikationen und Ergänzungen, die durchgeführt werden zu dieser Art von Modellen. Mindestens mal die Tatsache, dass der Wettbewerb nicht perfekt ist, sondern dass wir unvollständigen Wettbewerb haben und dass wir sogenannte Sticky Wages, Sticky Prices haben. Was bedeutet, dass die Unternehmen nicht ihre Löhne sofort unmittelbar anpassen können und auch ihre Preise nicht unmittelbar anpassen können, sondern dass jede Runde nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit machen. Das ist das sogenannte Calvo Pricing. Und das führt natürlich zu einem gewissen Lag in der Anpassung des Ganzen.
Es gibt ja noch zahlreiche andere Modifikationen, die da durchgeführt werden. Ne? Also Finanzmärkte, Kreditvergabe, Geldpolitik ist ein Riesenthema, auch weil das eben bei Zentralbanken sehr weit verbreitete Modelle sind. Im Moment Riesenthema Heterogenität im Haushalt- und Firmensektor, insbesondere Haushalt, die sogenannten Hank-Modelle, Heterogeneous Agent New Keynesian Modelle, wo dann eben die Haushalte auch unterschieden werden zwischen solchen, die eigentlich sparen können, und anderen sogenannten Hand-to-Mouth-Households, die eigentlich ihr gesamtes Einkommen immer jede Runde konsumieren. Das ist dann auch ganz interessant, weil natürlich die Haushalte dann von sowas wie monetären Schocks ungleich betroffen sind. Also es ist tatsächlich relativ spannend. Und natürlich werden auch die Typen von exogenen Schocks irgendwie variiert. Ne? Es geht ja nicht nur um Produktivität, es gibt dann auch Haushaltspräferenz, monetäre Schocks etc. Also da gibt es tatsächlich relativ viel. Natürlich könnt ihr euch vorstellen, das Modell, das was wir uns jetzt angeguckt haben, ist natürlich nicht trivial, ne? Aber diese Modelle, die jetzt zum Beispiel die Fed oder der IMF verwendet, die DSGE-Modelle von denen sind natürlich deutlich komplexer. Also das EDO-Modell von der Fed, das hat zum Beispiel nicht wie bei uns acht Gleichungen und acht endogene Variablen und sieben Parameter, sondern es hat halt 97 Gleichungen und 58 Parameter. Also da brauchen wir schon ein Weilchen, bis man sich da reingearbeitet hat. Dennoch, Grundprinzip ist eigentlich immer, wir haben hier ein allgemeines Gleichgewicht, wir haben intertemporale Optimierung bei den Haushalten, bei den Firmen als absolute Kernelemente und halt alle möglichen kleineren Features, die da noch eingebaut sind. Viele von denen eben motiviert durch neukeynesianische Theorie. Deswegen nennt man die modernen DSGE-Modelle auch in Abgrenzung zu den Real Business Cycle Modellen New Keynesian Modelle. Ja, also so New Keynesian Macroeconomic Models, das sind die DSGE-Modelle. Und diese DSGE-Modelle, die haben in ihrem Zentrum eben den RBC-Kern. Und den haben wir uns jetzt aber ordentlich erarbeitet. Das war schon mal ein großer Schritt im Verständnis von diesem extrem wichtigen Modellierungsparadigma.